kommst du hier nicht hin. Cello. Heute ist Ostern. Erstmal frohe Ostern euch alle. Bin heute mit Schwiegerpapa unterwegs, unserem neuen Team Olli und ihm sein Kumpel. Alles schön in Sicherheitsabstand, verteilt am Wasser. Ziehfisch ist heute Brassen und Karpfen. Und erstmal ein entspanntes Angeln. Einen vorsichtigen Biss hatte ich schon auf Denro. Ich habe ein bisschen angefüttert, nicht viel. Ich möchte die Fische ja auch nicht füttern, sondern anlocken. Zur Montage. Ich habe im Prinzip eigentlich mit der Pose eine sehr feine Pose. Man kann sich ungefähr vorstellen von der Montage her wie so eine Wackler-Montage. Also eine sehr lange Pose, 3 Gramm, sehr fein, ungefähr so die Größe. Im Vorfach habe ich ein bisschen ausgebleit, weil jetzt hier aktuell auch eine sehr starke Strömung herrscht. So kann ich jeden Fall einen Biss miterkennen. Daher habe ich gerade auch die 2 Zupfer gesehen, aber blieb nicht hängen. Dann habe ich eine jetzt aktuell rausgelegt, um mal zu testen mit Pop-up und ein Futterkörbchen auf Grund. Wir werden ja auf jeden Fall mal zu unserem neuen Teamer rüber switchen. Wir den Olli mal kennenlernen. Ah, ich glaube, ich habe einen vorsichtigen Biss. Das gibt es hier nicht schon. Oder der Ast schon wieder. Ja, der Ast. Ah, verdammt. Leider nur Treibgut drinne. Aber das ist halt der Nachteil, wenn man an der Strömung sitzt. Das schwimmt dir alles durch die Pose. Hi Leute, hier ist euer Cello. Oh, erstmal hinsetzen. Ja, Spot 1, wo wir waren, da lief es eigentlich gar nicht. Keine Brassenkontakt, nicht mal Rotaugen, überhaupt nichts. Dann kam Olli. Da steht er, unser neuer Teamer, auf die Idee, wir wechseln einfach mal den Spot. Dies haben wir dann auch getan.
Ja, und es war echt Bombe. Das werdet ihr jetzt gleich so nach und nach in den Videos sehen, weil wir kamen nicht dazu, großartig zu filmen. Geschweige irgendwie Aufnahmen noch zu machen, weil die Frequenz war echt gut. Wir sind jetzt aktuell, glaube ich, 1,5 Stunden, 2 Stunden im Wasser. Wir haben echt super Fänge gemacht. Ich werde noch gleich versuchen, ein paar Sachen mit reinzuschneiden. Auch erstmal zu erklären. Also im Prinzip war Spot 1 die Ruhe vor dem Sturm, können wir es ganz ehrlich so sagen. Schöner Klodeckel. Muss nur sagen, sonst bin ich hier unten, ne? Oh ja. Wenn du Hilfe brauchst, sag, ich stehe hier unten. Macht mir Spaß. Oh. Wenn ich die dann verkacke, ist das meine Schuld. Oh, ich hab die auch gehakt. Die ist gar nicht. Das ist genau ein bisschen. Petri, Olli. Danke. Neuer Teamer und direkt gleich. Das stellt er sich unter Beweis. Friedfischkönig. Dickes Boot. Ja, die steht aber noch, die zieht nicht. Die hat auch Power, guck dir den Klodeckel mal an hier. Ja. Was sagt uns das? Cello bleibt bei den Barschen. Ja Leute, ich habe es geschafft. Ich habe meinen 40er Barsch gefangen. Ja, der hat schon locker fast 41, also habe ich mein PB geknackt. Hier im Vereinsgewässer. Ich zeige euch den gleich mal. Da haben wir ihn auf jeden Fall. Geile Sache. So, Angeltag beendet. Das ist übrigens jetzt aktuell unser neuer Kameramann gewesen für heute. Dankeschön. Ja, das ist unser neuer Teamer Olli. Hallo. Dank ihm und seiner Gespür für die richtigen Spot durfte ich heute endlich meinen schönen Klodeckel fangen und habe sogar meinen PB-Barsch geknackt. Olli, du hattest auch noch einen schönen Klodeckel. Fotos kommen ja noch rein. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schöne Rest-Ostertage. Mal gucken, wann das Video rauskommt. Nachher das Ganze. Okay. Tschüss. Ciao, schönen Abend noch. Ciao.